So, oh, halt, halt, halt. Wichtige News aus dem Faxgerät. Heute am Sonntag, am 27. März, das ist wirklich wahr, ist Welt-Viagra-Tag. Hey! Ein toller Aufsteller, ja. Wahrscheinlich wird die heutige Sendung deswegen eher eine schlechte Quote haben, wenn alle 68-Jährigen so früh ins Bett gehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Überhaupt ist die Woche voller grossartiger Aktionstage. Am Mittwoch zum Beispiel ist Tag der Welpen gesehen. Es gewusst, ich habe es sehr genossen. Aber nicht nur mich, auch der Büssi hat es genossen. Und der Luca Henni hat es genossen. Und da die Frau vom DJ Bobo, dazumal, hat es genossen. Und der Gölle hat es natürlich genossen. Das ist das falsche Bild. Jetzt stimmt es. So. Dann am Dienstag, Tag des Faulenzens. Ich weiss, das natürlich wichtigste vier Tage im Leutschenbach. Am Montag aber war das. Liebe Bürgerinnen und Bürger, heute, pünktlich zum Frühlingsbeginn, begehen wir den Internationalen Tag des Waldes. Der Wald ist für uns alle da und das soll auch in Zukunft so bleiben. Genießen Sie Ihren Aufenthalt im Wald. Ja, was ist rot und steht im Wald umeinander? Das Rotkäppli. Mm. Achtung, Rotkäppli, der Wolf kommt. Aber vielleicht habt ihr es ja gemerkt bei diesem Video. Frau Sommaruga selber geht scheinbar gar nicht so gern im Wald, sondern einfach lieber vor einem Greenscreen. Ist auch schön grün, fast wie im Wald. Und die Schuhe bleiben sauber. Toll. Definitiv gerne im Wald gehen dafür Herr und Frau Schweizer. Darum ist auch am letzten Montag eine neue Umfrage über den Bezug der Schweizer Bevölkerung zum Wald publiziert worden. In Auftrag gegeben wurde ist die Umfrage vom Bundesamt für Umwelt. Oder abgekürzt BUMS. Welt-Viagra-Tag, versteht ihr? Vergessen Sie es. Was ist rausgekommen bei dieser Umfrage? Ja? Ja, man macht sich Sorgen um den Schweizer Wald. Ja, der Ukraine geht sehr schlecht. Der SP geht sehr schlecht. Und die Italiener geht sehr schlecht. Ja? Aber wie geht es eigentlich unserem Wald? 62% der Befragten sind der Meinung, dass sich der Zustand des Schweizer Wald verschlechtert hat. 2010 hingegen haben nur gerade 24% der Schweizerinnen und Schweizer so empfunden. Gut, die restlichen 38% sind wahrscheinlich wegen dem Lockdown das erste Mal wieder überhaupt im Wald gesehen in den letzten Jahren. Oh krass, Sabine, schau mal, das ist also jetzt der Wald. Grüezi, Frau Sommaruga. Und im Wald, wenn man dann dort ist, dann bemerkt man halt nicht nur Blättchen und Tierli. Man sieht halt dann plötzlich auch die ganzen Biker, die Kaugummipapierli und die kleinen Teenager aus Irak und Nigeria, die hinter den Bäumen lauern. Und schade, he? Eichhörnchen hat es auch nicht mehr so viel wie früher. Wirklich. Mm. All die Sorgen sind mehr oder weniger berechtigt. Außer das mit den Eichhörnchen. Weil da müssen wir jetzt mal klarstellen, Eichhörnchen sind ja wohl die grössten Drecksviecher seit dem Göllen seinen Welpen. Habt ihr gewusst, dass Eichhörnchen nicht nur junge Bäume und Knospen anknabbern und so abtötet, sondern auch gern ganze Vogelnester plündert und sogar Jungvögel auffressen? Das sage ich euch, die perversen Eichhörnchen, die haben das Fußstück in den Ohren, das kann ich euch sagen. Wenn ich deinen Schwanz tragen soll, muss er sauber sein, damit er sich öffnet. Wir Eichhörnchen müssen unseren Schwanz immer sauber halten. So. Und so. Habe ich als Kind sehr gerne geschaut. Ja? Auch bei den Eichhörnchen ist aber heute Welt-Viagra-Tag. So, egal. Zurück zur Umfrage. Die beleidigt 95% der Befragten gehen regelmässig und gerne in den Wald. Der Wald gibt es ja auch viel und hat wichtige Funktionen, wie die Bundesrätin Sommaruga ebenfalls sehr modern in einem Tweet letztens verfasst hat. Schaut mal da hin. Der Tannenbaum ist uns wichtig. Er ist Lebensraum für unzählige Glückskäferli und Ästli. Er speichert Tränli. Und ich weiß, sorry, das macht überhaupt keinen Sinn. Kann vielleicht mal jemand eine nüchterne, vernünftige, erwachsene Antwort geben, warum man gerne in den Wald geht? Weil es den Kopf auslüftet und es also sehr ruhig ist. Ja, danke. Geht das? Ja, für viele ist der Wald der Inbegriff von erholsamer Natur. Und im Angesicht von Klimawandel und der fies perversen Eichhörnchen sicher ein schützenswerter Ort. Außerdem gibt es ja auch wirklich seltene und vor allem züchtige Tierli, die dort in dem Wald eine Heimat haben. Zum Beispiel das Haselhuhn. Oder die Waldschnepfen. Oder auch der komische Vogel hier. Ich bin der meist respektierte Mann im Wald draussen.
Ja, dem bekannten Schweizer Förster ist der Wald so wichtig, dass er auf und davon ist, natürlich auf Kanada, ja, wo es noch viel mehr Wald hat, um sich drinnen zu verstecken. Ja, trotzdem hat er unsere SRF-Spitzmaus dort gefunden. So, aber so gern wir Schweizer unseren Wald haben, zum Spazieren, Biken, Brötchen oder Eichhörnchen schiessen, ist denn jetzt wirklich der Wald, den wir so fest schützen sollten? Weil Waldschützen liegt ja schwer im Trend. Es gibt ja kaum ein Produkt, das nicht damit wirbt, einen Baum zu pflanzen, wenn man es kauft. Socken anlegen, zack, wie der Baum pflanzt. Das Konto eröffnen mit Neon, zack, wie der Baum pflanzt. Ein Bierli saufen, zack, wie der Baum pflanzt. Ja, sogar wenn du einfach im Internet etwas suchst, zack, wie der Baum pflanzt. Also für den Waldschutz reicht es quasi, einfach jeden Abend in den Socken rumzulaufen, ein Bierli zu saufen und Viagra im Darknet zu bestellen. Während du natürlich den Aktienkurs für ausgestopfte Eichhörnchen auf deiner Neon-App checkst. Einfach geil. Wir halten fest, zum Wald wird geschaut. Und das ist auch gut so. Aber ganz ehrlich, wirklich, Wald hat es im Fall wirklich genug. Ja? Schau mal, so viel Wald gibt es in der Schweiz. Das ist immerhin 2/3 unserer Landesfläche. Und schau jetzt einmal das an. Ja? Das ist nicht etwa der Anteil an SP-Sitz, sondern alle Magerwiesen in der Schweiz. Ja, das sieht sehr mager aus. Vor 100 Jahren hat es im Kanton Zürich vielleicht noch etwa 30'000 Hektar eine so schöne, magere Wiese gegeben. Und heute sind es vielleicht noch 150, 200 Hektar. Also mehr als 99% von diesen Flächen sind verschwunden. Es ist wirklich dramatisch. Ja, ein dramatischer Rückgang. Das Einzige, was in dieser Zeit noch dramatischer zurückgegangen ist, ist der Anstand von gewissen Politikern. Aber konfrontiert mit dem Rückgang sagen viele nur, ich realisiere nichts. Ja. Dabei ist doch ganz einfach. Ja, Wald ist geil für die Natur. Aber viel geiler sind eigentlich Magerwiesen. Magerwiesen? Hat das etwas mit dem Body Mass Index von Kühe zu tun? I'm a boss ass bitch. Bitch, 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 bitch. Nein. Schaut, diese beiden Wiesen müssen wir mal anschauen. Ja, beides schön, trotzdem grundverschieden. Links eine gut schweizerische, überdüngte Fettwiese. Das Einzige, was man hier findet, sind Löwenzahn und Kuhfleder. Quasi der McDonalds-Hamburger unter den Schweizer Landschaften. Rechts eine Magerwiese mit Pflanzen, die mit weniger Nährstoff auskommen. Und unzählige Insektenarten, die extrem wichtig und extrem seltenen Lebensraum finden. Frau Bundesrätin, auf so einer Wiese hat es eben nicht nur Glückskäferli, ja, wie im öden Wald. Sondern da gibt es auch das, und es gibt das, und es gibt auch das, und auch das. Ja, ich weiss, liebe Bildredaktion, wir haben Welt-Viagra-Tag, aber jetzt können wir aufhören mit den Witzchen. Ja? Und so bitter es auch tönt, Insekten sind wirklich viel, viel wichtiger als die total überbewerteten Eichhörnchen. Insekten sind die wahren Helden der Natur. Rund 75% aller Kulturpflanzen sind auf Insekten angewiesen. Sie gedeihen dank der Arbeit von Bodeninsekten wie Springschwänzen oder Käferlarven und vermehren sich durch Bestäuberinnen wie Bienen oder Fliegen. Insekten sind Nahrungsquelle für Süßwasserfische, Vögel und Amphibien. Ihr Speiseplan besteht bis zu 90% aus Insekten. Anders gesagt, wenn die Eichhörnchen mal aussterben, ja, ist schade für Kind. Aber wenn die Insekten aussterben, dann haben wir einfach ein Problem. Ja. Und darum ist am 19. September übrigens auch Tag der Insekten gesehen. Hat das jemand mitbekommen? Ja? Nein. Hat irgendein Promi auf Instagram den Tag zelebriert? Nein, natürlich nicht. Dafür hat es die erste umfassend schweizweite Auswertung über den Zustand unserer Insekten gegeben. Und das Ergebnis ist brutal. 60% unserer Insekten sind bedroht. Wenn das so weitergeht, gibt es bald mehr Insekten in den Tweets der Bundesrätin als auf der Wiese. Noch magerer als bei der Magerwiese geht es aber mit dem Moor zu und her. Hä? Ja, das wird immer schlimmer. Ja. Seit 1900 hat die Schweiz 82% von ihren Moorlandschaften verloren. Einige Moore sind sogar nach Deutschland abgewandert. Auch dir, Dieter Max Mohr. Happy Viagra Day. So. Aber zurück jetzt zu den Moorlandschaften. Was wenige wissen, weltweit speichert Moor doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Und das, obwohl sie nur 3% der globalen Landfläche bedecken. Die älteren Zuschauer denken jetzt wahrscheinlich, Moment mal, Herr Deville. Ich habe 1987 für die Moorinitiative gestimmt. Und seither stehen doch die Moore per Verfassung unter Schutz. Ja, das stimmt zwar, aber
Wahrscheinlich hat man sich ein bisschen zu lange auf den Lorbeeren von dem vermeintlichen Moorschutz ausgeruht. Ich denke, das steht jetzt in der Verfassung. Die sind jetzt geschützt. Leider sind nicht alle so vorbildlich wie hier jetzt auf dem Hochmoor, wo wieder Vernässungsmassnahmen durchgeführt werden. Über zwei Drittel der Hochmoor sind immer noch entwässert. Und die gehen im entwässerten Zustand weiterhin kaputt. Ja, es reicht aber nicht nur, Naturschutztafeln anzustellen. Man muss auch etwas aktiv machen. Und ja, wirklich Geld verlochen. Im Moor und in der Magerwiese. Dafür hätte eigentlich die Biodiversitätsinitiative im letzten Herbst sorgen sollen. Um was ist es denn dort genau gegangen? To make sure that biodiversity is protected, conserved and used sustainably. Nein, hör zuerst mit Emojis und jetzt noch Mausenalbänglisch. Nein, kann man nicht das jemand verständlich erklären? Ich sollte nicht immer Blumen ausrissen. Denn wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern im Wald spazieren gehe oder mit den Lehrerinnen, dann tue ich immer Blumen ausrissen und gehe sie ihnen zeigen. Ja, ich zeige es diesen Blumen. Das hat man aber nicht. Ja? Die Biodiversitätsinitiative hat ganz einfach gesagt, mehr Fläche und vor allem Geld gefordert. Der Bundesrat hat die Initiative aber abgelehnt und grosszügigerweise einen abgeschwächten indirekten Gegenvorschlag gesprochen. Aber mit dem versprochenen Geld, so schätzt das Initiativkomitee, könnte man nicht einmal die wertvollsten 2% der geschützten Landflächen unterhalten. Wie es mit der Initiative weitergeht, wird man sehen. Was aber klar ist, es muss noch einiges passieren, bis die Leute ein Bier saufen, nur weil dann ein Moorloch mehr gegraben wird. Ja? Oder bis ein Finanzinstitut eine Hippie-App präsentiert, die für jeden Download einen Regenwurm ein neues Zuhause bekommt. Hm? Und ja, sind wir mal ehrlich, ob sich statt dem Waldkindergarten ein Moorkindergarten kann durchsetzen kann, das ist jetzt auch eher fraglich. Also, für Kinder wäre es lustig. Aber ja, wir müssen uns schon fragen, wenn wir Landschaften, die in erster Linie für uns Menschen da sind, oder Landschaften, die auch für Tiere und Pflanzen etwas hergeben? Ich habe das Gefühl, sie wollen beides. Also trinkt weiter das Waldbier, wenn es euch beruhigt. Wäscht mit dem Nachbarn zusammen eure Waldsocken in einem gemeinsamen Waschgang. Aber bitte lasst sie den Waschküche nicht ausarten. Gell?